Na, guck mal, geile Moves habe ich drauf. Hier, da, Jack. Willst mitmachen? Hey, Hey. sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von hier wegkommen. Alles gut. Wie geht's dir überhaupt? Ich muss sagen, Sie sehen gut aus. Vielleicht hat Ihre Einstellung ein bisschen auf mich abgefärbt. Hoffe ich doch. Ich hatte nie Familie. Und die Kids. Wer meine Studenten anfasst, den schneide ich in Streifen. Das ist ein Wort. Bleiben Sie hier. Wir bringen Sie raus. Gut. Du siehst auch ein bisschen eingehüllt aus. Ist das irgendwie Fetisch? Oder we oder what? Egal. Hallo Kinder. Ich bin Shepard. Ja. Aber natürlich, sag doch nicht sowas. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Okay. Unglaublich, dass Sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Ja. Da wir Spies hier sind, haben wir vielleicht eine Chance. Ja, definitiv eine Chance. Hier, guck mal, Munition und so ein Ding. Das haben wir hier. Der manuelle Türen-Override, den nutzen wir gleich. Nochmal schnell hier rausschauen. Ich glaube, wir haben alles. Hab sie. Jetzt müssten Sie die Tür aufdrücken können. Ich werde vor Ihnen bei den Shuttles sein und zwei davon startklar machen. Okay. Dann lass uns mal reinhauen. Bla bla bla. Auf geht's, Kinder. Wir werden jede Bereit Menge machen. Freude haben. Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns. Wir sind im oberen Geschoss und behaken diese Typen von dort. Gut, das nimmt die Studenten aus dem direkten Beschuss. Gutes Timing und in Deckung bleiben. Okay. Ich habe euch nicht ausgebildet, damit ihr jetzt drauf geht. Kopf runter, Ziele auswählen. Studenten der Grissom Akademie, die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann sie nicht retten. Doch. Sie werden sterben. Nein. Aber wenn sie sich friedlich ergeben, Nein. geschieht ihnen nichts. Nein. Arschloch. So sieht's aus. Sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf Privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen? Sie lügen. Sie haben sich bereits gegen Cerberus behauptet. Eine der Besten hat sie hierfür ausgebildet. Los, Rodriguez. Die sind nur freundlich, weil sie im letzten Kampf verängstigt haben. Packen Sie Ihre Eier aus und machen Sie sie fertig. Genau. Jawohl, Ma'am. Die Los geht's. Eier? Wir wollen sie alle sehen. Ach Gott, ist das schlecht. ja. Guck mal, hier ist nichts. Dann gehen wir da lang. Oh, Surprise! Hello! So. Ah! So, was machen wir denn hier? Gehen wir hier hin. So, du hast ein Schild, das will ich weghaben. Dann kommt das. Bereit zum Einsatz? Hier, der kann weg. Wie sieht's mit dir aus? Pau, pau, piu, 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 piu. Der panzerbrechenden Muni ist das jetzt keine so gute Idee, aber wer schießt denn da? Ah, wo kommt ihr denn her? Sag mal, da kommt man einfach durch, das ist schön. Ja, piu, piu. Hast keine Chance haben. Kampftechniker, den sollten wir auf jeden Fall loswerden. Denn die sind gemein. Wer bist du denn? Mach den mal weg. Könnt ihr das Ding wegmachen? Nee, könnt ihr nicht. Egal, dann machen wir die hier weg. Guck mal da. Piu, 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 piu. Was mache ich denn? Guck mal, da liegt er am Boden. Die sind echt am nervigsten tatsächlich, der Geschütze wegen. Die drücken einfach so viel Schaden raus damit. Oh oh.
Lalalala. So, jetzt können wir das aber wenigstens sehen. Damit. Ah! Mann, bin ich kacke. Ich bin das nicht mehr so gewohnt. Das ist fürchterlich. Gut. Neues Spiel, neues Glück. Würde ich sagen, oder? Hier kommen wir direkt da lang. Zack. So. Ja, ja, schon dabei. Bereit zum Einsatz? Weil der Atlas, der hat schon fast keine Schilde mehr. Nachladen und da ist er auch schon weg. So muss das. Kriegen wir so weg. Dich machen wir so kaputt. Da oben sind Techniker. Die Fuzzis. So, die Techniker. Ich renn mal hier oben lang. So. Taktisch kaputt rauen. So, dann haben wir das. Wundervoll. Wie so einfach funktioniert das. Und wenn man jetzt noch den Techniker hier irgendwie kaputt kriegt. Nee, nee, nicht das Geschütz, den Techniker. Dann können wir da. Den könnt ihr dann so noch machen. Nee, warte. Was mache ich denn? Ich weiß es nicht. So. Was rennt denn da unten rum? Warum? Ah! Oh, erstmal das Schild da. Danke. Und der Rest ist jetzt ein Kinderspiel. Ah! Nein! Okay, wir haben das, wir haben das. Centurio! Oh, wo kommt der denn her? Du Schwein! So, ja, versteck dich doch. So, dich gehen wir besuchen. Nein, keine Erste Hilfe. Die kriegen, wer stirbt, hat versagt. Ganz einfach. Wie schießt denn da? Lass den Scheiß, Junge. Oh nein. Ja. Schon wieder. So einfach geht das. Ah, und jetzt können wir sie wiederbeleben. Ohne einen Dings zu benutzen. So muss das. So, hier haben wir einen Schildgenerator, der heilt uns nebenbei. Den sollten wir nutzen. Ist hier noch was? Da! Ah! Oh Gott. Es war ein bisschen knapp. Aber da seht ihr, wie kacke gefährlich die Scheißdinger sind. Wir können durch diesen Seitenbereich. Deswegen unbedingt immer diese blöden Techniker als erstes weghauen. Alle anderen sind so lala. Ja, danke. Sowas hätte ich gerne als Medikit. Seitenbereich! Technik, wir sind im Atrium. Ich nehme einen freien Weg zu den Shuttles. Wir treffen uns dann dort. Okay, Computer, danke. Sehr ordentlich, Franklin. Und so. Ja,
das ist ja hier. Das ist ja jetzt hier easy peasy. Lemon squeezy. Was sowas von. Schon dabei. Achso, ich bin ja gar nicht Rodriguez. Hahaha. Guck mal. So, da will ich hin. Entdeckung. Wir machen den zuerst, würde ich sagen. Oder den da. Nee, wir machen den zuerst. Guck mal. So, wenn der jetzt explodiert wird. Dann kriegen wir. Das ist noch ein Geschütz, aber den will ich. Krieg ich den? Komm schon. Zeig dich. Und tschüss. Hahaha. Wo ist der nächste da oben? Und kaputt. Bam. Bam. So. Und bam. Du fliegst auch durch die Gegend, Junge. In dieser geilen Abklingzeit kriegt man alles sehr schnell, sehr einfach kaputt. So. Meine Kinder. Habe ich jetzt annektiert. Wo kommst du denn her? Achso, den haben wir wahrscheinlich da oben weggeballert. Aha. Aber sie wissen jetzt, was wir vorhaben. Sie müssen sich beeilen. Ja, dann machen wir doch schnell, oder? Ja, guck mal hier, hier ist ein bisschen Muni. Granaten. Granaten machen wir immer. Lalalala. Ding, ding. Ja, ja, dann geh halt. Aha. Hallo. Ich kenne Sie nicht. Bleiben Sie zurück. Ich hab dir gerade deinen Arsch gerettet. Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Aha. Aus 906,01 ist gleich 30,1. David. Hallo, Commander Shepard. David, du kennst ihn? Ja. Er hat mich vor Cerberus gerettet. Und hierher geschickt. Es ist still jetzt. Sehr gerne. Kleines Versuchsobjekt. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotikstudenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Passt auf euch auf, Kinder. Er sieht gesünder aus. Ich erinnere mich. Der Normandy-Computer. Tut mir leid. Keine Entschuldigung nötig. Ist es schön an der Grissom Academy? Ja. Ich habe gezählt. Irgendwas Spezielles? Die Tage, die mein Leben durch sie verlängert wurde. Oh. Das Sicherheitsbüro. Schloss ist gehackt. Waffen. Viele Waffen. Leben Sie wohl. Danke dir. Gehen wir da doch mal hin. Ich habe das Gefühl, dass ich hier so noch nie drin war. Guck mal, da ist die Mattock nochmal. Haben wir ja schon. Oh, das Upgrade sogar für die 2. Geil. Aber so viele Waffen sind das jetzt auch nicht. Voll das Zählwunder und kann nicht mal ein, zwei Sachen zählen. Ja, egal. Kann ja nichts dafür. Komm, was haben wir denn hier?
Einmal geht's hier lang, einmal geht's da lang. Was haben wir hier? Sehen aus wie Pläne für Verstärkerinterfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Ja, immer gut. Was haben wir hier? Guck mal, da liegt noch was rum. Schöne Panzerung. Lag hier nicht noch? Ich glaube nicht, nein. Servus. Tschüss, Junge. Wir haben die Möglichkeit, hier was einzunehmen. Und zwar einen leeren Atlas. Was ist so geil an einem leeren Atlas? Dass wir ihn besteigen können. Hallo. Kommen wir jetzt da lang? Wir müssen jetzt da lang, ne? Ja. Nochmal, dann kann man hier schießen und Nahkampf machen. Ach ne, F ist Nahkampf. So können wir unsere Leute ein bisschen unterstützen. Hallo? Das ist Scheiß. Kommen wir ihnen erstmal zur Hilfe. Was ist hier los? Hau ab! Geh weg! Du auch! Stinkt! Alles okay? Ja. Wir verteidigen. Mach ich doch. Wo? Drüben. Wichtig jetzt, dass ihr erstmal geschützt seid. Bam. Bam. Weniger. Bam. Willst du nicht rauskommen? Hast du Angst vor mir oder was? Schön vorbeigeschossen. Ich kann ihn nicht zielen. Steckt sich von da jemand? Oh, wo kommt ihr denn her? Wer wirft denn hier mit Granaten? Das ist ja fürchterlich. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das war jetzt so ein Raketenangriff. Boah, geil ausgewichen. Respekt. Aber. Mache ich einfach den hier? Ja, kann auch gerne unten bleiben. Ist hier noch einer? Da hinten. Hier ist Eddie. Eddie schießt da lang. Ja, ich bin nicht so der gute. Was ist denn hier los? Hola! Zack! Vor den Kopf! Und da kommen noch mehr! Wo seid ihr denn alle her? Hallo? Oh nein, Granate! Verstößt gegen die Genfer Konvention. Ding erstmal hier schön kaputt machen. Nee, erstmal will ich hier aussteigen. Lalalala. Erstmal müssen wir nämlich gucken, ob hier noch Sachen rumliegen. Aber nicht. Joker macht das schon. Joker ist ein guter Junge. Und hier liegen Sachen rum, sag ich doch.
macht ihr Stress wegen nix? Und wollt hier gute Items liegen lassen? Was ist hier? Muss alles leer gefarmt werden. Items sind wichtig. Looten. So. Auf geht's. Okay, ich glaube, wir haben alles. Gehen wir hier lang. Und ab dafür. Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. Ja! An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Oh, Rodriguez. Dummes Mädchen. Sie braucht Feuerschutz. Sie braucht mehr als das. Kind, was machst du? Wo sind die anderen? Keine Barriere, keiner schießt zurück. Hallo? Ach, Kinder. Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich habe sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Wuhu! Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Nimm das Einhorn. Warten Sie mich, Ma'am. Wir haben Sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte Sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind Sie doch schon bereit. Natürlich. Sie sind absolut bereit. Aber die Allianz braucht Sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße. Hey, wenn Sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du A. Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Ja, frage ich ja mich auch. Wir brauchen weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich. Ach ja. Shepard, verdammt, wenn das keine Augenweide ist. Ja. Ich hoffe, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Doch. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Natürlich nicht. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Tentakelmonster. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Ja. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. Nicht nur du. In Hackets Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Sehr gerne. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Macht das auch? Hat sie das? Naja. Danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Dann sorgen wir dafür, dass da noch ein paar mehr dazu kommen, oder? So, wir haben jetzt hier unser Gespräch geführt. Gucken wir nochmal hier rein. Lalalala, neue Sachen. Marine Corps. Ach, ich wollte ja ein bisschen PvP spielen, damit die militärische Stärke insgesamt ein bisschen höher ist. Ja. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was dazu gefunden. Kaylee Sanders, Jack und dann noch die anderen. Die anderen, jawohl. So. So viel dazu. Lalala. Gucken wir mal, was wir denn hier noch so auftreiben können. Hast du die Fleets von Palavim gesehen? Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch stehen. Die Vögel geben nicht auf, wenn es fest ist. Commander, Sie haben eine Nachricht von Major Alenko. Es geht ihm anscheinend besser. Okay. Oh, viele Sachen. Kommen Sie mich besuchen. Area Tilok. Ja, gerne.
Admiral Hackett, alles klar. Dr. Bryson, machen wir auch. Ist diese Adresse gültig? Thane. Ja, Thane auf jeden Fall. N7-Einsatzteam, Hackett. Okay. Kaidan Alenko, Krankenzimmer machen wir auch. Steve Hackett, Kaylee Sanders. Ja, sehr gerne. Bitte um Hilfe. Jordan Bowers, machen wir auch. Ja, es scheint so, als müssten wir einfach mal in die Citadel. Dann machen wir das doch als nächstes. Fliegen wir noch mal eine kleine Runde oder hast du was zu sagen? Ich habe gerade erfahren, dass von der Grissom Akademie alle sicher eingetroffen sind. Wir hätten nicht mal Dankeschön. davon erfahren, wenn Sie das Notsignal nicht aufgefangen hätten. Gute Ja. Arbeit. Was machst du? Ah, dein Schon wieder. Kopf! Was hat dein Kopf gerade gemacht? So, wir speichern das kurz. Zack. Und was machen wir jetzt? Wir fliegen hier weg. So, das haben wir ja alles abgesucht. Springen raus. Guck nochmal schnell nach. Leer, leer, leer. Nicht, dass da ein paar Sachen dazugekommen sind. Waren wir schon, waren wir schon, waren wir auch. Da waren wir auch. Hier sind wir. Da waren wir schon. Da kommen wir noch hin. Und da müssen wir auf jeden Fall hin. Dr. Bryson und Aria sind jetzt tatsächlich zwei DLC-Geschichten. Müsste mal sagen, ob ich das früher oder später machen soll. Ich würde tendenziell eher zu etwas später dazu neigen. Wobei das schon ganz coole Geschichten eigentlich sind. Machen wir Bryson? Nee, komm, Allianz Docs. Das Joa. passt. Kaum wieder in Aktion, will uns die Allianz schon ein Halsband umlegen. Normal, ne? So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Nee. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Wir arbeiten uns von oben bis unten durch. Miranda hatte sich ja gemeldet. Hier drüben. Ja. Hallo. Commander Shepard, es ist viel zu lange her. Warum flirtest Wir du mich leben in an? interessanten Zeiten. Ein Ja. bisschen zu interessant. Ich kam nicht bis zu Ihnen, als die Allianz Sie unter Arrest gehalten hatte. Vom Dienst suspendiert. Es war kompliziert. Das kann ich mir denken. Ich bin überrascht, dass es keinen Militärprozess gab. Die Allianz glänzt nicht gerade durch Flexibilität. Oh, Das dann ist gibt's nicht mehr mich. wichtig. Shepard, wegen der Erde. Ja. Unzählige Menschen starben in wenigen Minuten. Die Reaper sind genau das, was wir befürchtet hatten. Man hätte schon viel früher auf sie hören sollen. Ich weiß. Es tut mir leid, Shepard. Ja, ändert eh nichts Und dran. Sie? Was führt Sie hierher? Ich muss mit einigen Leuten reden, wie Sie. Die Citadel ist ein guter Treffpunkt. Noch. Was hat die Allianz jetzt vor? Wissen wir Wir nicht. haben einen Plan. Ein Schuss ins Blaue. Wie üblich. Shepard? Ja. Es gibt da eine persönliche Sache, die ich erwähnen wollte. Ja. Worum geht's? Ich habe länger nichts von meiner Schwester Oriana gehört und mache mir Sorgen. Ihre Schwester? Ja. Ich will nicht überreagieren, aber nun, es passiert ziemlich viel. Ich dachte, sie wäre endgültig in Sicherheit. Ich auch. Vermutlich ist nichts, aber ich weiß einfach, dass mein Vater damit zu tun hat. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Alles, was für ihre Sicherheit sorgen sollte, ist nicht mehr erreichbar. Oje, oje. Kann ich dabei irgendwas tun? Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Aber sie sind beschäftigt. Wenn mir jemand eine Tür eintreten soll, rufe ich sie an. Aber bis dahin komme ich zurecht. Und jetzt? Okay, ich verstehe. Ich muss diese Sache klären. Das werden Sie. Ah, okay. Warum glauben Sie, dass Ihr Vater etwas mit Orianas Verschwinden zu tun hat? Ich habe meine Schwester überwacht und wusste immer, wo sie war. Dass sie einfach verschwindet, muss sein Werk sein. Ich wusste, dass er nichts unversucht lassen würde, um sie zu finden. Er hat nur noch sie.
Ich habe eine Vermutung, was passiert ist, und sag's Ihnen, wenn ich sicher bin. Okay. Haben Sie den Unbekannten getroffen? Nur einmal. Er sagte, er habe gern mit mir zusammengearbeitet. Und dann? Aber er musste das Problem eindämmen. Was für ein Problem? Problem eindämmen. Klingt endgültig. War es fast auch. Er wird ungern abgewiesen. Stimmt. Das mag er nicht. Das ist aber sein Problem, nicht unser. Es ist lange her. Wie ist es Ihnen ergangen? Ich habe mich versteckt. Vor allem auf der Flucht zu sein, klingt romantischer, als es ist. Das wusste ich nicht. Schon okay. Wer Cerberus einfach so verlässt, muss eben mit Konsequenzen rechnen. Kann ich mir vorstellen. Sie sind gefährlich. Das bin ich. Aber wir haben Cerberus ja auch einfach verlassen. Falls Sie hier nach Spuren suchen, wer mit Cerberus zu tun hat, wird schwer zu finden sein. Ich weiß. Ein paar Leute schulden mir noch einen Gefallen. Das ist ja schön. Niemand wird mir etwas über Orianna erzählen. Alles klar. Dann haben wir das jetzt auch durch. Ich muss zurück an die Arbeit. Und ich sollte verschwinden. Okay. Vorsichtig sein. Ich verspreche nichts. Pass auf dich auf, Cheerleader. So viel dazu.